Diese niedlichen Engelchen sind super einfach herzustellen. Besonders in der Gruppe sind sie sehr wirkungsvoll. Mit ihnen kann man Tische und Fensterbänke wunderschön dekorieren. Außerdem sind sie super Mitbringsel für nette Freunde. Viel Spaß beim Basteln! Für einen Engel benötigt ihr folgende Materialien: Das Unterteil einer Eierschachtel, entweder in hell oder grün, das ist egal. Ein Kleber, eine Schere, ein Wattepad und eine Goldkugel in matt mit einem Durchmesser von 2,5 cm. So, ich habe nun mal eine Spitze schon aus dem Eierkarton herausgeschnitten. Diese muss unten schön glatt begradigt werden. So. So sieht das Kleidchen dann aus. Jetzt gehe ich hin und trenne den oberen Bereich der Spitze mit der Schere ab. So. Dann nehme ich die Kugel, zerlege sie in drei Teile. Das heißt also, ich ziehe den Stab raus, nehme den Aufhänger ab. Dieses kleine Teil ist nachher das Krönchen. Und stecke die Kugel in die Eierspitze hinein. So. Wenn das Loch zu groß geschnitten ist, kann man die Kugel mit ein wenig Klebstoff befestigen. So, dann kommen die Flügel ran. Ich habe hier ein Wattepad, das habe ich schon mal in der Mitte durchgeschnitten. Jedes Wattepad nehme ich so in die Hand, dass das ein bisschen schräg nach oben geht. Und dann schneide ich diese Spitze ab, weil dieses Teil mit U bestrichen wird und von hinten angeklebt wird. So, das gleiche mache ich mit der anderen Hälfte. So, jetzt muss ich den Kleber von dieser Seite auftragen. Drücke den Kleber an oder den Flügel an. Dann drehe ich den Engel um. Die Flügel hat er ja jetzt bereits. Jetzt fehlt nur noch das Krönchen. Ich gebe ein bisschen Kleber auf die Standfläche von dem Krönchen und setze es vorsichtig. Engelchen bleibt stehen. Auf das Köpfchen auf. Falls euch dieses Video gefallen hat, so abonniert doch meinen Kanal. Dann werdet ihr sofort informiert, wenn ein neues Video von mir erschienen ist. Bis bald, eure Angelika Kipp.